Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops. Im heutigen Shop haben sich wieder beide Seiten geupdatet und wir haben da einmal das Valentinstag-Set drin und dann noch das Set mit diesen Strahlenschutzanzügen. Und zu Beginn noch mal eine kleine Information am Rande. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich jetzt ab und zu mal ein paar exklusive Streams auf Twitch machen werde. Also wo ich dann zum Beispiel so Community-Zocken mache, wo ich dann mit den Zuschauern spiele. Wenn ihr Bock auf sowas habt, dann schaut gerne jetzt mal bei meinem Twitch vorbei. Der Link dazu zu meiner Twitch-Seite ist ganz oben in der Videobeschreibung, also direkt der erste Link in der Videobeschreibung. Ansonsten einfach Snox auf Twitch suchen, da heiße ich genauso wie auf YouTube. Und ja, lasst gerne mal ein Follow da, würde mich auf jeden Fall mega freuen. Damit kommen wir jetzt zum heutigen Daily Shop und als erstes haben wir da den Liebesranger drin. Ein legendärer Skin für 2000 V-Bucks. Ich glaube, der Skin an sich wird kaum gespielt, aber die Flügel sind natürlich unglaublich cool. Also diese Flügel sind, glaube ich, so ziemlich der beliebteste Backpack, den es überhaupt gibt. Und dementsprechend haben sich ganz, ganz viele Leute diesen Skin nur wegen den Flügeln gekauft. Und mir persönlich geht es ähnlich, also den Skin selbst spiele ich eigentlich fast gar nicht. Muss man sich also überlegen, ob man nur für diese Flüge hier 2000 V-Bucks ausgeben will. Ich glaube, insgesamt ist das eher nicht so zu empfehlen. Also 20 Euro nur für die Flüge ist halt schon wirklich extrem. Ich habe es mir auf jeden Fall gekauft und für die Leute, die eh generell ein bisschen mehr V-Bucks ausgeben, denen kann ich das trotzdem empfehlen, aber ist natürlich schon extrem teuer. Passend dazu haben wir dann auch noch die Spitzhacke und zwar die Tattoo-Hacke für 800 V-Bucks. Das ist so ein Armor-Pfeil mit so kleinen Flügeln dran und einem Herz. Ja, die Hacke ist eigentlich ganz cool. 800 V-Bucks geht dafür auch noch in Ordnung. Ich spiele hier mal ganz kurz den Sound ab. Ansonsten, ja, passt halt zu diesem Set. So außergewöhnlich ist die Hacke dann aber doch nicht. Und als letztes Item in diesem Set haben wir dann noch die Kuschelbeauftragte, ebenfalls für 2000 V-Bucks. Der Skin ist an sich ziemlich cool, ich finde halt diese Bären-Outfits eigentlich ganz nice. Ist natürlich ziemlich auffällig, also mit diesem Pink sticht man aus der grünen Landschaft extrem hervor. Der Backpack ist auch hier ziemlich cool, das ist so eine Schleife, die passt extrem gut zu vielen, vielen weiblichen Skins. Insgesamt auf jeden Fall ein nices Outfit. Im zweiten Slot der linken Seite haben wir dann dieses ganze Super-Go-Set und zwar ist das einmal der toxische Trooper für 1500 V-Bucks und dann noch der passende weibliche Skin und zwar die Gefahrenagentin ebenfalls für 1500 V-Bucks und das Set würde ich glaube ich insgesamt eher nicht empfehlen, auch wenn die Backpacks natürlich ganz cool sind, ich zeige sie mal kurz von hinten, ihr merkt schon, ich muss hier mit meinem Mauspad drüber rollen, ich habe aktuell nicht das richtige Mauspad, dadurch ist es auch immer ein bisschen laut und umständlich, aber egal, ich will den auf jeden Fall nochmal kurz von hinten zeigen. Der toxische Trooper hat auch so ein Backpack. Ja, die Backpacks sind an sich ganz cool, aber ich glaube, ich würde jetzt nicht 1500 V-Bucks jeweils nur für diese Backpacks ausgeben. Deswegen, ja, glaube ich, würde ich die V-Bucks hier eher sparen. Die Farben von den Skins gefallen mir eher nicht so. Das einzig Positive, was ich vielleicht noch sagen kann, ist, dass vorne noch so eine kleine Blinklicht-Animation drauf ist. Aber ja, ich glaube, die V-Bucks würde ich insgesamt eher sparen. Weiter in dem Set haben wir auf jeden Fall noch den passenden Gleiter und zwar den Kernschmelzgleiter für 500 V-Bucks und dann noch die passende Hacke und zwar ist es der Pressluftspalter für 800 V-Bucks. Damit kommen wir jetzt zur rechten Seite des heutigen Shops und ich werde die Items dort heute mal wieder etwas schneller durchgehen und zwar haben wir da im ersten Slot den Chrom-Skin für 1200 V-Bucks, dann als nächstes haben wir den Flatterhaft-Emote für 500 V-Bucks. Als nächstes dann die Glücklichspitzhacke, ebenfalls für 500 V-Bucks. In der zweiten Reihe dann den Stahl-Hardskin für 1200 V-Bucks. Als nächstes dann den Twist-Emote für 500 V-Bucks. Und im letzten Slot des heutigen Tages haben wir dann den Morphog-Gleiter für 500 V-Bucks. Und ja, insgesamt glaube ich von der rechten Seite würde ich maximal den Twist-Emote und den Flatterhaft-Emote empfehlen. Den Rest würde ich glaube ich eher sparen. Die kosten mir dann doch etwas viel dafür, dass das Outfit, also die Kleidung einfach nicht so cool ist von diesen beiden Skins. Und die Glücklich-Spitzhacke und den Warthog-Gleiter würde ich glaube ich auch eher nicht kaufen. Die sind dafür einfach nicht cool genug. Die V-Bucks würde ich wahrscheinlich einfach eher sparen und vielleicht mir eher was von der linken Seite holen. Ja, genau. Das war es dann, wie gesagt, zum heutigen Daily Shop. Wenn es euch gefallen hat, lasst euch gerne einen Daumen nach oben da.
Und wie gesagt, wenn ihr selber Twitch habt, dann könnt ihr gerne mal bei meinem Twitch-Account vorbeischauen. Der Link dazu ist der erste in der Videobeschreibung. Einfach twitch.tv/snogs. Ja, schaut gerne mal vorbei und lasst ein Follow da. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Darf ich jetzt einfach anfangen, ein paar coole, exklusive Streams zu machen? Also ja, wenn ihr Bock habt, schaut gerne mal vorbei. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ihr könnt auch wieder jetzt rechts oben abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Und damit sage ich dann, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!